Betrachten wir diesen publizierenden Oberpfälzer, der zweifellos mit seinem gestützten Oberlippenbart an eine gewisse Prominenz erinnert, die auch zur damaligen Zeit sich strikt gegen Diskriminierung positionierte, fällt uns mit absoluter Sicherheit auf, dass Kokain nicht zu seiner Leibspeise gehören konnte aufgrund seiner Anatomie. Auch ein Interview der Experte bestätigt dies. Und ja, dann fiel uns durch forensische und auch praktische Prüfungen auf, nachdem wir uns das einmal ein bisschen genauer angesehen haben, der konnte nicht dieses Derivat von Benzoesäure konsumieren. Das war nicht möglich. Wirklich, es war nicht möglich. Mensch, mach die Kamera aus. Mach die Kamera aus. Kamera aus, hab ich gesagt. Geboren als ungeliebter Katholik, besuchte er 7 verschiedene Gymnasien, machte danach erstmal einen Morphiumentzug und arbeitete fortan als Publizist und Schriftsteller. Neben seines Lebens als offener Judenhasser und Antikommunist war er außerdem ein Okkultist in der Tudor-Gesellschaft. Das Hakenkreuz und der Spruch, Zitat, Sieg heil, von eben dieser Gesellschaft. Des Weiteren soll sie zutiefst satanisch gewesen sein, eindeutige Beweise sind dazu jedoch nicht zu finden. Es ist eh immer schwer herauszufinden, was bei solchen Geheimbunden abgeht, da sie ja Geheimbunden waren. Nein, doch. Wenn ihr jedoch wollt, kann ich mal ein ausführlicheres Video zur Thule-Gesellschaft machen. Wer sucht, der findet. Schließlich manifestiert sich ein Lehrer-Schüler-Verhältnis zwischen ihm und Hitler, der auch maßgeblich sein politisches Wirken beeinflusst. Eckart war auch anfangs derjenige, welcher am stärksten die Theorie der Arier-Rasse vertrat, auch wenn der Lümmel nicht gerade sehr arisch aussah. Nach seinem Tod aufgrund einer Herzattacke übernimmt Alfred Rosenberg seine Rolle, der ebenfalls angehörig in der Thule-Gesellschaft war. Und obwohl die Liegezeit in Bayern auf maximal 12 Jahre beschränkt ist, befindet sich das Grab, welches andauernd mit frischen Blumen übersehen ist, noch heute an der gleichen Stelle wie vor fast 100 Jahren. Wer dies tut, wird von der Friedhofsverwaltung nicht mitgeteilt aufgrund von Datenschutz. Interessanterweise findet sich in keinem Schulbuch irgendetwas zu Eckart, obwohl er Mary Shelleys Frankenstein spielte und ein Monster erschuf.